Servus und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Der absolute Hammer. Im heutigen Video gehen wir der Frage nach, 3D-Drucker für unter 100 Euro auf einer deutschen Website, ist das machbar und wenn ja, ist es ein Schnäppchen oder eine Gurke? Viel Spaß beim Zuschauen! Ich hatte es mir zum Ziel gesetzt, einen 3D-Drucker für unter 100 Euro zu kaufen und zu testen, ob er brauchbar ist. Zweites Kriterium war, es soll kein Anet A8-Klon sein, im Jahre 2021 müsste es doch etwas Moderneres geben. Leider war auf keinem der großen Online-Portale ein 3D-Drucker unter 100 Euro zu finden. Daher habe ich mich auf eBay konzentriert und meinen Filter von 100 auf 150 Euro erweitert, zudem als Kriterium Preisvorschlag mit ausgewählt. Nun kam doch eine ganze Menge an Druckern. Nach und nach habe ich einem nach dem anderen Händler einen Preisvorschlag von 99 Euro unterbreitet. Die ersten konterten mit Gegenangeboten 1 bis 2 Euro unter ihrem Preis, also noch immer deutlich zu viel. Doch schon nach kurzer Zeit ging ein Händler, Link dazu gibt es in der Videobeschreibung, auf meinen Preisvorschlag ein. Und ich durfte für 99 Euro zuzüglich 1,99 Euro Versand aus Deutschland einen WinEyes M09 mein eigen nennen. Der Versand erfolgte zeitnah aus Deutschland und der Drucker war auf wenige Tage da. Und nun seht ihr das Unboxing des guten Stücks. So, los geht's mit dem Auspacken. Wie bei den meisten Druckern üblich, sind die Teile in sehr viel Verpackungsmaterial eingepackt. In diesem Fall könnte man schon fast sagen, die Teile wurden in die Schachtel eingepresst. Verrutschen kann hier absolut nichts. Nachdem ich es geschafft habe, das erste Stück des Verpackungsmaterials zu entfernen, kommt eine gedruckte und bebilderte Aufbauanleitung zum Vorschein. Und schon jetzt überrascht mich der Drucker zum ersten Mal. Die Anleitung ist in Englisch und in Deutsch und selbst die Übersetzung ist relativ gut gelungen. Hut ab! Die Schritte des Aufbaus sowie des Einrichtens sind gut und detailliert beschrieben worden. Wirklich toll! Da könnte sich manch anderer Hersteller ein Beispiel dran nehmen. Als nächstes Teil kommt die MicroSD-Karte inklusive USB-Adapter zum Vorschein, Standard. Die beiden Halterungen für die Spindel oben mit Kugellager, sehr schön. Jetzt folgt auch schon die Basiseinheit des Gerätes. Wir legen sie erstmal zur Seite. Oh mei, wirklich putzig, eine schnuckelige Filamentrolle mit 200 Gramm weißem PLA-Filament. Meint ihr, wenn wir die Rolle gießen, ob sie noch wächst? So, nun die Z-Stange Nummer 1. Und das Kaltgerätekabel. Rechter Teil der X-Achse. Der Z-Motor. Und der restliche Teil der X-Achse. Die Kabel sind übrigens sauber im Kunststoffschlauch eingepackt. Jetzt noch die zweite Z-Spindel, gefolgt vom Rahmen, also die Steherprofile, welche in 20x20er Aluprofil etwas dünn geraten sind. Für die Querverbindung oben ist es okay, da ist es bei den meisten Druckern Standard, aber die vertikalen Profile sind bei den meisten Druckern eher 40x20. Gut, wir sollten nicht vergessen, der Drucker hat 99 Euro gekostet.
Irgendwo muss gespart werden, um diesen Preis möglich zu machen. Das ganze Kleinmaterial wurde nochmal separat in einer kleinen Schachtel abgepackt. Das ist wirklich gut, so geht nichts verloren. Wir finden ein paar Kabelbinder, eine Ersatzdüse, ein Tüterl mit Schrauben, eine Spachtel, die leider nicht angeschliffen ist und somit nicht zu verwenden sein wird. Eine Nadel zum Reinigen der Nozzle. Eine Tüte mit Werkzeug. Und ein Seitenschneider. Das ist löblich, der ist nicht mehr überall dabei. Als letztes ein Filamentrollenhalter für Arme. Also so einen einfach konstruierten habe ich wirklich noch nie gesehen und er ist auch klein. Das heißt, etwas größere Rollen wird man hier gar nicht aufhängen können. Das werden wir später sehen. Ach, hier ist noch ein Ersatzclip für die Glasbettbefestigung. Insgesamt ist zu sagen, der Drucker ist bis jetzt absolut über den Erwartungen. So, das Auspacken hätten wir nun, jetzt geht's zum Zusammenbauen. Alle Teile sind ausgepackt und zum Aufbauen vorbereitet. Aber werfen wir doch erstmal einen Blick ins Gehäuse und schauen uns das Innenleben an. Beim Umdrehen ist uns der erste Kritikpunkt aufgefallen. Die Kabel, die zum Hotbed führen, haben keine Zugentlastung. Das rüsten wir aber in einem anderen Video mal nach. Die Bodenplatte ist mit nur 4 Schrauben befestigt. Eine weitere Enttäuschung folgt sogleich. Der Lüfter, der das Gehäuse mit Frischluft versorgt, ist direkt aufs Netzteil draufgeklemmt. Ein paar Kabelschuhe wären schön gewesen. Das Netzteil ist ein 240 Watt 24 Volt Netzteil einer mir unbekannten chinesischen Marke. Die Steppertreiber Modell HR4982 sind fest auf das Mainboard aufgelötet. Ansonsten wurde leider das Gehäuse nicht an Erde angebunden und der Schutzleiter ist nur am Netzteil aufgelegt. Aber die Verkabelung an sich ist in Ordnung. Da kann man nicht meckern, das ist für den Preis absolut in Ordnung. Nachdem wir in das Innenleben gesehen und es für akzeptabel befunden haben, kommt der Boden nun wieder drauf und wir widmen uns endlich dem Aufbau. Den Aufbau selbst seht ihr jetzt im Zeitraffer, da die Anleitung, die dabei ist, wirklich gut ist und euch helfen würde. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie in die Kommentare. Viel Spaß! Wenn ihr den Aufbau überspringen wollt, nutzt einfach die Sprungmarken unter dem Video.
Die Inbetriebnahme erfolgt klassisch. Aufheizen des Bettes und der Nozzle, das Leveln. Der Drucker fährt hierzu die vier Eckpunkte an und man stellt den Abstand zwischen der Düse und dem Druckbett klassisch über ein Blatt Papier mit den Levelschrauben unten ein. Diese sind etwas klein geraten, aber da lässt sich bestimmt für die Zukunft noch was finden. Nach dem Leveln kommt noch das Filament. Dieses muss noch eingeführt werden und dann kann der erste Testdruck beginnen.
Das Fazit zum Projekt 3D-Drucker unter 100 Euro. Ja, durch die Versandkosten hat der Drucker zwar eigentlich 100,99 € gekostet, aber die rechne ich nicht ein. Also es ist im Jahr 2021 durchaus möglich, für unter 100 Euro einen 3D-Drucker zu erwerben, mit dem man vernünftige Dinge drucken kann. Klar ist, dass man Abstriche machen muss. Die Treiber sind natürlich entsprechend laut und sie zu wechseln bedeutet, man müsste das ganze Board tauschen. Ob sich das rentiert, mag ich zu bezweifeln. Bed-Level-Räder sind sehr klein und dadurch schwer zu bedienen, aber machbar. Und Kabel am Heizbett hat keine Zugentlastung. Lauter Kleinigkeiten, die sich eigentlich schnell beheben lassen. Ansonsten ist zu sagen, dass die Drucke auf der mitgelieferten beschichteten Glasplatte relativ gut haften. Wie lange, wird sich zeigen. Positiv ist auch, dass das Druckbett mit 260x260 echt ordentlich groß ist, insbesondere für den Preis. Auch das Touchscreen-Display arbeitet sehr, sehr gut. Also um die Frage aus dem Titel zu beantworten, ja, dieser Drucker ist ein Schnäppchen für 99 Euro. Wenigstens ist das meine persönliche Meinung. Was der M9 hier out of the box abliefert, ist absolut in Ordnung. Ich habe vor, ein zweites Video zu diesem Drucker zu machen. In dem werden wir dann das ein oder andere Upgrade verbauen. Mal schauen, was so möglich ist, ohne viel Geld dabei auszugeben. Ich würde ihn gern verbessern mit Bordmitteln, sprich selbstgedruckten Teilen, zum Großteil wenigstens. Auf jeden Fall würde ich diesen Drucker für diesen Preis auf jeden Fall wieder kaufen. Als Zweitgerät oder Werkstattdrucker oder sonstiges. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Damit würdet ihr mir echt eine Freude machen. Bis zum nächsten Mal. Servus.